Oh. Weil der kann auch unter den Engines natürlich angreifen. Das habe ich auch bei den alten schon gemacht, bei den neuen natürlich noch nicht. Das mache ich mal gleich noch. Hat er was kaputt gemacht? Nee, nee, dann wäre. Obwohl, nee, die Engine steht, glaube ich, auf genug Boden. Aber dann muss ich Ach, hier okay. drei und wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch die drei einmal nochmal panzern. Ich muss mir sowieso eine Menge Dings holen. Das heißt, ich brauche auch noch einmal Nägel. Sechs Eisen. Und ich brauche sowieso noch mal Metal Scrap. Wo ist es da? Für die Rohre. Habe ich irgendwo noch Dingsrohre? Ach nee, die hatte ich verbaut. Stimmt. Na gut, ist ja auch egal. Oh, Foundation Armor. So, die Motoren sind geschützt. Schön. So, dann einmal. Da werde ich ein bisschen was von brauchen. Ich mache jetzt kurz ein Stück. Ah, okay, das ist jetzt miteinander verbunden. Ach ja, ich brauchte ja eh ein bisschen mehr Fuel. Pipes. So, noch mehr Metal Scrap. Dann nehmen wir alles. Sechs werde ich mindestens brauchen. Den könnte ich also theoretisch entfernen. Oh ne. Ne, brauche ich tatsächlich auch noch. Es sind noch eins, drei, vier sind es noch. Ach, Scheiße. Mist. Mist, Mist. Das ist doof. Ja, gut. Dann brauche ich hier zwei zusätzliche. Ja, ich muss noch ein paar Benzinteile machen. Und das ist der Wassertank. Ja. Ja, das Problem ist, du kannst nicht beide Rohre auf einem Ding liegen haben. Deswegen muss ich jetzt einmal kurz Benzin einen weiter hinten rumlegen. Wo Huch! geht denn das Wasser vor sonst hin? Mann! So. Ah, das Benzin. Das blaue ist Wasser. Ja. Und wie können wir da selber von Wasser entnehmen? Ich glaube, bei Purifier kannst du welches nehmen. Da, wo der Hahn ist. Ja, hier am Tank kannst du welches nehmen. Ach, und am Dings aber auch. An dem Out. Bei mir nur ein Move oder muss ich eine Wasserflasche in der Hand halten? Ja, klar. Ah! Das heißt, wir brauchen auch ein paar weniger Purifier. Wie cool. So.
Ich meine, theoretisch könnte man dann auch über das Floß mehrere Wassertanks verteilen, wo man die dann harvesten kann. Die sind nur etwas teurer. Würde ich später vielleicht mal machen. Aber momentan noch nicht. So. Machen wir noch mal ein bisschen Treibstoff an. Dann schmelzen wir noch ein bisschen Dingskirchen. Danach schmelze ich noch ein bisschen Eisen. Wir haben momentan einen echt hohen Eisenverbrauch auch. Also an sich Verbrauch ziemlich hoch. Zwei Geheimnisse in der Stadt. Haben wir die schon gefunden? Nee. Glaube nicht. Ach, wir haben vergessen, jetzt an den Automaten die Sachen zu kaufen. Oh nein! Ja, wie doof. Na, wir kommen bestimmt nochmal zu so einer Stadt. Also, ja, können wir später nochmal hin. Ja, gucken wir uns irgendwann nochmal an. Ich dachte, wir hätten uns total umgeguckt schon. Nee, in der Stadt noch gar nicht. Also schon viel, aber alles glaube ich noch nicht. Ja, und ich bin ja auch nicht nochmal hoch, um Holz zu fällen. Ja. Oh, ja, das kann man ja nochmal machen. Ach, das Klavier. Ja, das Klavier haben wir gesehen. Genau. Klavier haben wir gesehen und ja, das wollten wir... Wir hatten überlegt, ob wir uns das mitnehmen, aber es ist eigentlich zu viel Platzverschwendung dafür, dass man es nicht spielen kann. Ja. Achso, wenn du irgendwo eine Insel siehst, sag Bescheid, ne? Ja. Gut, ist gerade ein bisschen neblig. Geh nach oben und halt auch schon. Da kann man drauf spielen? Okay. Ach, vielleicht nur auf dem gekauften und nicht auf dem auf der Insel, oder? Das kann sein. Okay. Also, oder bei mir ist nichts passiert. Vielleicht ist mein Spiel auch zu leise eingestellt. Ich weiß nicht. Man konnte ja keinen Ton oder so drücken, also man konnte ihn nicht eh benutzen. Oder also ich habe zumindest nichts gesehen. Keine Ahnung. Oh, können wir uns ja irgendwann nochmal angucken. Ich würde jetzt auf kleine Inseln mal gucken, dass wir wieder Blumen kriegen. Ja. Für unsere Bienchen. Aber dann können wir das vielleicht mal umräumen, wenn hier gerade eh nichts los ist bei den Bienen. Achso, jetzt! Ja, ja. Dann mache ich das mal gerade. Und ich mache in der Zwischenzeit mehr Vogelscheuchen. Tipp? Nee, lieber nicht. Wir gucken uns dann nochmal um, wenn wir nochmal da sind. Okay. Du weißt, ich will immer alles sofort wissen, aber... Ja, du willst immer gespoilert werden, aber ich möchte mich dann nochmal umgucken, lieber. Wie mache ich das? Außen drum genug Platz ist, sonst... Ja, sonst könnte ich das, ja, doch, gut, ich weiß ungefähr, wenn ich das mache. Achso, nicht die Stadt. Was denn für ein Tipp? Oh, das ist eine Insel. Oh ja. Perfekt.
solange es kein Spoiler für die Stadt ist. Du liest die Fragen nicht mehr. Weiß nicht, muss ich, darf ich einen Tipp geben, unbedingt vorlesen? Immer Detektor mitnehmen. Ja, ich weiß. Das wegen dem Titan. Genau, das haben wir auch immer gemacht. Ja, aber wir haben es nicht auf der schwimmenden Stadt mitgenommen. Ja, gut, das stimmt. Da hatte ich nicht dran gedacht. Also, wir sind jetzt viel zu schnell los. Ich wollte eigentlich ja noch Bäume fällen und so. Ach, ich ärgere mich gerade. Hättest du was sagen können? Nein, ich habe doch selbst vergessen. Ach so, ja. Ja, genau. Detektor nehmen wir auch auf kleinen Inseln und auf großen Inseln. Eigentlich immer mit, nur in der Stadt hatten wir es jetzt vergessen. Ich war überwältigt von der Stadt. Genau, immer Detektor mitnehmen, das ist schon richtig. Der müsste auch dabei. Gerade? Ja. Machen wir jetzt auch gleich. Okay. Ah, Werkzeug, hier haben wir den. Dann nehme ich den auch schon mal mit. Und Blumen. Ja, so Tiki haben wir auch schon ausgegraben. So. Anker, ich frag mich ja, wie viele es davon gibt. Ich meine 3 oder 4 verschiedene. Ich glaube, die Kassettendinger gibt's da auch drin. Ah, deswegen wollte ich ja das Radio mitnehmen. Wir haben ja Kassetten. Nee, hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Voll schlecht so. Vergessen erstmal alles. Ja, war neue Story. Das ist halt spannend. Ja, die müssen wir noch vorlesen. Liest du dann vor? Müll. Ja. Ja, das würde ich nicht mehr heute machen, glaube ich. Nein, musst du auch nicht. Ja, Müll. Aber Eisenerz. Ich pack mal 5 extra Vogelschiffe. Ich habe insgesamt 4 Vogelschiffe gemacht. Nee, gut. Auf der Insel ist nicht mehr. Genau, 4 verschiedene, ja. 4 verschiedene gibt's. Meine auch. Ich hatte irgendwann mal durchgeguckt, was es denn so gibt bei den vergrabenen Sachen. Aber alles weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß, dass es die Kassetten gibt und es gibt die Tikis. Sonst mal gucken. Darf ich jetzt? Hä? Du darfst, ja. Ich habe extra Vogelscheuchen gebaut. Ich habe 10 Stück gebaut und die übrigen sind bei Ausrüstung. Ah, alles klar. Das heißt, wir müssen nicht immer erstmal welche machen. Ja, willst du an Blumen sammeln gehen einmal? Ja, ich gehe Blumen sammeln und Bäume fällen. Ja, alles klar. Ich nehme nochmal Eisenerz mit. Oder Metallerz oder was auch immer. Da haben wir nicht mehr so viel von. Jo. Kupfer nehme ich auch nochmal. Schade, dass jetzt hier kein... Uhahaha, hi. Nicht gerade aufgepasst, Mist. Alle Errungenschaften 100% hier, dafür Spaß. Oh, cool. Ah, hat der... Ja. 100%! Ich achte gerade so gar nicht auf den Hai, weil ich auf den Chat gucke, das ist doof. Boah. Ich geh mal lieber kurz wieder aus. Raft, ich sehe den gerade nicht. Ich glaube, es gibt kein Spiel, wo ich 100% habe, aber ich bin noch voll der Bei Darksiders Warmastered Edition habe ich fast 100%, glaube ich. Da fehlen mir nur noch so ein paar Erfolge, wo man echt lange farmen muss für. Ich will gucken, dass ich bei, Stardew Valley, so hieß das Spiel. Dass ich da auch 100% komme. Stimmt, hattest du mal erzählt, dass du das gerne machen wolltest. Aber... Stardew Valley ist auch, sind ein paar harte dabei. Das Ding ist, ich komme halt nicht auf das Angeln. Da komme ich nie. Da fehlt dir wahrscheinlich der für alle Fische gefangene. Ja. Ja, sonst muss ich da mal gucken. Ich kann ja gut angeln in Stardew Valley. Dafür kann ich besser in Harvest Moon angeln. Das stimmt. Da bin ich zu langsam für. Mehr Steak. Mai 2018. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das geholt habe. Kann ich gleich mal gucken. Das müsste man ja eh nicht sehen auf der Aufnahme. Ich hab's auch schon relativ lange.
Steht das hier irgendwo? Ah, ich find's gerade nicht. No, 23. Mai 2018, ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie lange. So, Hähnchen haben wir auch so viel, dann packe ich das auch nochmal auf den Grill. Ich hab's mir ja dann irgendwann das Wasser im Angebot oder hast du es mir geholt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann letztes Jahr auf jeden Fall. Ja. 23.05. genau, da war Release, hatte ich gerade geguckt. Also Steam Release, ne? Ich hab's mir nachher ein bisschen geholt. Aber ist echt ein gutes Spiel. Wie du davon so erzählt hast, oh, das ist voll das gute Spiel, muss ich mir mal angucken. Und ich sehe nur den Hai und denk so, ich werde garantiert irgendwann sterben. Ja, es geht eigentlich. Und dann haben wir es jetzt zusammen angefangen. Bis jetzt, ich hab's noch nie alleine gespielt. Ja, okay. Immer ich hab's schon ein bisschen alleine gespielt, aber nicht ganz so viel. Ja, du hattest es ja auch schon vor mir. Ja. Irgendwann mal Hardcore. Ja, damals, wo ich alleine angefangen hatte, also bevor du es hattest. Ich glaube, also noch bevor First Chapter hast du es gehabt. Meine. Dann habe ich aber eine ganze Weile nicht mehr gespielt, bis wir dann gesagt haben, machen wir jetzt Let's Play. Ja. So, wie auf Hayak. Alles klar. Wenn ich den Hai wäre. Ich mache mal ein bisschen was zu essen. Wenn er mich nicht vorher sieht. Hä? Wo ist der Hai? Für das Geld einfach super. Ja. Ja. Für die, was ist das, 20 Euro, was es regulär kostet, wenn, gerade wenn es dann nochmal ein bisschen reduziert ist. So gutes Spiel. Ja. Warte, so. Die hatten doch auch noch. Ah ne, das waren nur von den gleichen Publisher, nicht von der gleichen Firma. Ja, genau. Scrap Mechanic ist entwickelt von dem Publisher. Von Axolot. Ja, Scrap Mechanic ist auch gut jetzt mit dem Survival Mode. Auch wenn der sehr lange gebraucht hat. Okay, ich lasse das gerade. Ich bin gerade irgendwie zu gut. Ja, hatte ich auch eben. Bring ich das mal noch in die Truhe. Dann packen wir noch zwei zum Aufladen hier rein. Perfekt. Ich höre eine Möwe. Ich auch. Ha, die müsste aber auf den Vogelscheuchen sein. Ich habe oben reichlich Vogelscheuchen hingepackt. Ja, hab so. Sehr schön. Hä, noch eine? Ja, direkt hier neben. Drei oder vier Entwickler, ja. Ich glaube mittlerweile ein paar mehr. Bei Raft. Sollen drei oder vier Entwickler daran arbeiten, wenn es wahr ist? Ich meine, es sind ein bisschen mehr mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es mehr Entwickler sind, aber es sind auf jeden Fall mehr im Team. Ja. Weil wir jetzt ja auch mehr Social Media, Marketing, bla, so. Guter Schuss, danke. Ja, mit Bogen in Survival Games mag ich immer gerne. Obwohl der in Raft ein bisschen viel Drop hat. Ich hätte gerne noch einen besseren Bogen. Vor allem, weil er Basic Bow heißt. Ich will noch einen Advanced Bow oder so. Stell dir vor, du kriegst auch so einen Compound Bow oder wie auch immer. Ja, ja, sowas zum Beispiel. Ein Compound Bow. Den du aber erstmal finden musst. Irgendwo. Das fände ich auch cool. Ja, oder der halt wirklich dann Titan oder so braucht. Hm. Titanlegierung, dann mit ganz viel ja, Algenzeug und so. Wir können ja noch so ein Funfact, nein, ich weiß nicht, ob das noch ein Funfact wäre. Hä? Dass wir sogar selber schon Bogenschießen waren. Mit dem ja. Kumpel. Der ist in so einem Bogenschützenverein. Und der hat das dann mal mit uns gemacht und Rogue besitzt auch einen eigenen Bogen. Der eigentlich viel zu schwer ist für mich. Also von der Schusskraft. Ich finde das so witzig, ne? So, du hast dir den gekauft, da waren wir noch gar nicht zusammen. Und dann waren wir zusammen und hatten halt dieses zusammen Bogenschießen gemacht.
Und Huch. Ich bin auf der linken Seite stärker, also mit dem Auge. Mein linkes Auge ist das dominante Auge, aber ich bin Rechtshänder. Und der Bogen wäre perfekt für mich ausgelegt, weil ich den mit links besser schießen kann als mit rechts. Und wo auch von der Zugkraft und so wäre perfekt auf mich ausgelegt. Aber er gehört Rogue. Ich hoffe, die machen was mit den Motoren, so einen Knopf alle anmachen oder so. Ja, das nervt mich auch immer, dass man immer über das komplette Raft laufen muss, um den Motor anzumachen. Ja, das wäre so ein zentraler Hebel auch für an, vorwärts und rückwärts, was man sich dann so ans Steuerrad packen kann. Das wäre echt nice noch. Jo. Und wie ich schon immer will Wale oder Delfine oder so noch da haben. Einfach, mit die muss man nicht mit interagieren können oder so, sondern einfach zwischendurch, dass da was schwimmt, das schön aussieht. Achso, ich brauche noch eins von den beiden. Oder große Schildkröten oder so Fischsterne. Ja, da war letztens ein Chat mit den Entwicklern. Ich glaube, da hatten sie gesagt, dass sie sowas, wenn sie Wale hinzufügen, dann halt nur so als optisch mit rein. Ja. Aber es wurde auf jeden Fall auch gefragt. Also denen ist, glaube ich, klar, dass das durchaus gewünscht ist.